Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer kollektiven Legung für das Jahr 2023. Kollektive Legung, also für die Menschheitsfamilie, gar nicht hier jetzt also speziell zu bestimmten Sternzeichen oder Aszendenten oder anderen planetaren Zuordnungen, sondern wirklich für uns, für unsere Allgemeinheit der Menschheitsfamilie. Und ja, ich möchte euch hier also einladen, dass wir hier gemeinsam mal einen Blick in die Zukunft werfen, was so das kommende Jahr für uns bereithält, eben auf dieser kollektiven Ebene. Ich habe das Rad des Schicksals als Themen, als Legesystem gewählt, und ja, ich lege hier dann auch eben mal die Karten aus, und ich werde euch auch gleich erklären, was die einzelnen Positionen für Bedeutung haben. Und ich bin natürlich auch schon sehr gespannt, was sich hier zeigen wird. Das kommende Jahr ist zum einen ein Marsjahr, und zum anderen hat sich das ja jetzt auch schon im Jahr 22 angekündigt, dass so es eine Werteverschiebung ein bisschen geben wird, also weg so von der materiellen Ellenbogengesellschaft eher dann hin zu Gemeinschaft, ja, gegenseitige Unterstützung. Es war ja auch durchaus wichtig und hat sich ja auch abgezeichnet in diesem vergangenen Jahr, dass also jeder auch so ein bisschen schauen darf, wo habe ich noch Blockaden, was hält mich zurück und was sind aber eben auch so meine ganz besonderen Talente, meine einzigartigen Fähigkeiten, weil die vermutlich jetzt also im Jahr 2023 eine besondere Bedeutung bekommen werden. Also das darf jetzt alles auch so in diese Gemeinschaft einfließen mit mehr gegenseitiger Unterstützung, gemeinsame Projekte, die hier vielleicht stattfinden. Das kann natürlich in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen von Bedeutung sein. Okay, und jetzt schauen wir uns einfach auch mal an, was sich gezeigt hat hier in dieser, in diesem Rad des Schicksals für das kommende Jahr. Es gibt also eine Themenkarte. Da hat sich die Karte Weiblichkeit gezeigt, eine Mondenergie also. Dann habe ich so nach generellen Beziehungsfragen das ist also diese Position, ja, wie ist so die Beziehung zueinander, untereinander, worauf dürfen wir uns einstellen auf der einen Seite, aber was sollten wir vielleicht auch beachten, worauf dürfen wir hier hinarbeiten? Es hat sich die Fokuskarte gezeigt, ja, die Magierkarte im klassischen Tarot. Hier haben wir die materielle Ebene. Das kann mit Gesundheitsthemen zu tun haben. Es kann auch mit der finanziellen Ebene zum Beispiel zu tun haben. Und hier hat sich die Karte Heilung gezeigt. Auch sehr spannend. Ja, die Sternkarte im klassischen Tarot. Hier haben wir die Wassermann-Position, also da geht es schon auch wirklich sehr um das Gemeinschaftliche, aber auch so die spirituelle Ebene des Einzelnen. Wie greift das hier ineinander? Was ergänzt sich hier? Was entstehen da vielleicht auch für Visionen so fürs nächste Jahr, oder welche Visionen möchten dann also auch umgesetzt werden? Es hat sich das Sakralchakra gezeigt. Und hier haben wir die Skorpion-Position, die hat generell mit Veränderungen, mit Transformationen zu tun, auch durchaus Herausforderungen, also keine Blockaden, aber Thematiken, die einfach ein bisschen herausfordernd sind. Und da hat sich die Vollendung gezeigt, entspricht der Weltkarte im klassischen Tarot. Dann haben wir hier unten die Position des kollektiven Unterbewusstseins. Ja, was kommt da vielleicht zum Vorschein? Was bewegt uns da auf dieser kollektiven unterbewussten Ebene? Da hat sich das Halschakra gezeigt, auch sehr, sehr spannend. Hier haben wir eine Blockadeenergie, ja, also was blockiert uns, wo sind wir blockiert, an welcher Stelle sozusagen sind wir blockiert, und da hat sich auch mega spannend das Wurzelchakra gezeigt, und auf der anderen Seite, welche Chancen eröffnen sich jetzt aber eben auch in diesem Jahr, was ist eine besonders unterstützende Energie, die so im Feld steht, was gibt uns Kraft, Halt, Stärke, da hat sich die Intuition gezeigt, die Hohepriesterin
Priesterin, also im klassischen Tarot. Und ja, ich habe auch noch nach einer Seelenbotschaft gefragt, ja, was sind so die allgemeinen, was ist so ein allgemeiner Hinweis, der uns vielleicht weiterhelfen kann in diesem Jahr, der uns Orientierung geben kann. Und da hat sich die Ankunft gezeigt, was der Gerichtskarte also entspricht im klassischen Tarot. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich auch mal eins nach dem anderen an und ich beginne natürlich hier mit der Themenkarte, also Weiblichkeit, und ich lese eben auch mal kurz vor, was da auf der Karte steht. Ja, das Unterbewusstsein hat Botschaften für uns. Verbinde dich mit deinem mystischen weiblichen Anteil. Verborgenes möchte wahrgenommen werden. Also schon mal hier ein ganz, ganz spannender Anfang. Ja, also ich denke, das geht eben durchaus schon auch in diese Richtung der Werteverschiebung. Ja, also wir fühlen, es war auch zuvor schon fühlbar und es wird sich also dementsprechend vermutlich im Jahr 2023 verstärken. Eine Verschiebung hinweg von diesem rein maskulinen, dieser starken Verstandeslastigkeit, ja, dass nur das Anerkennung, Wertschätzung findet, was sich abmessen lässt, was sich einsortiert lässt, was ja so ganz haptisch irgendwo erfahrbar ist, sondern diese Weiblichkeit und direkt daneben ja auch mit der Intuition gibt da auch noch mal einen unterstützenden Hinweis dazu. Diese weiblichen Aspekte, die werden einfach stärker von Bedeutung sein und eben das Wassermann-Zeitalter, in das wir uns ja jetzt so langsam rein entwickeln, hat eben genau auch damit zu tun, dass es eine neue Balance gibt zwischen den maskulinen Aspekten und den femininen Aspekten, also dass dieser Kampf und auch die Spaltung zwischen diesen Aspekten langsam ausklingen darf, ja, und man eher in die Wertschätzung der Andersartigkeit der jeweiligen Seite eben auch kommen kann. Spricht das nicht mehr als Bedrohung zu verstehen, sondern eben das wirklich als einen ganz, ganz ja, bereichernden Wert zu erkennen und dass sich eben bestimmte Gegensätze ja nicht ausschließen voneinander, sondern im Gegenteil zusammen als Ergänzung auch was Größeres hervorbringen können. Und ich denke, dass also hier diese weibliche Energie gestärkt wird, ist durchaus schon, ja, was ganz, ganz stark in diese Richtung weist und eben auch so zur kollektiven Heilung beitragen kann. Ja, und wenn ich hier von maskulinen und femininen Aspekten spreche, dann spreche ich auch wirklich diese Aspekte an, die in jedem einzelnen Menschen eben auch vorhanden sind. Ja, es geht hier gar nicht so zwingend um Männer und Frauen, kann es natürlich durchaus auch betreffen, auch natürlich so im zwischenmenschlichen Bereich, im Beziehungsfeld. Ja, aber es geht auch durchaus darum, dass jeder Einzelne in sich ja vielleicht mehr diese femininen Aspekte zulassen darf, auch kennenlernen darf, ja, weil die traditionell sozusagen auch unter den Prägesystemen, so wie unsere Erziehung läuft, ja, wie wir sozialisiert werden, auch durch den schulischen Einfluss zum Beispiel, ja, diese eher femininen Aspekte ja unterdrückt werden oder eben ja den wenig Anerkennung oder eben auch gar keine Wertschätzung finden, ja, seien das jetzt musische Fähigkeiten, ja, Kreativität, auch mal Ruhepausen zu machen, ja, sich Entspannung zu gönnen, einfach auch mal eher passiv was zu beobachten und nicht aus einer, ja, aus einem ständigen Drängen oder Drang irgendwie handeln zu müssen, ja, einfach nur in Bewegung zu sein, ohne ja wirklich was umsetzen zu können, dieses ständig weiter, schneller, höher und so weiter, ne, dass das eben auch mal ein Gegengewicht bekommt, wo man sagen kann, okay, nee, ich darf mir jetzt auch mal eine Pause gönnen, ich darf auch mal für mich da sein, damit ich dann eben aber auch für das Kollektiv oder dem Kollektiv wieder zur Verfügung stehen kann. Und eben auch gerade diese ganzen, ja, Fähigkeiten und Talente, die eben vielleicht nicht wissenschaftlich in der Form nachmessbar sind, wie das mit anderen Phänomenen so ist, ja.
sei es die Intuition, sei es das luzide Träumen vielleicht, ja, Feinfühligkeit, generell dieses ganze Thema mit Sensibilität, ja, dieses Erkennen, dass es auch noch Bereiche gibt außerhalb dieser Dreidimensionalität, die eben vermessen und einsortiert und ja, katalogisiert werden kann, ja, dass es da eben auch noch ganz, ganz viele sehr spannende Felder gibt, die wir entdecken dürfen, ja, und die aber auch wirklich nährend sind. Und auch natürlich generell das Thema nähren, sich gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein, ja, zu erkennen, wenn es dem anderen gut geht, geht es mir gut und umgekehrt, aber eben auch genauso, ja. Also ich denke, da kommen wirklich sehr, sehr spannende Thematiken jetzt Jahren 2023 zum Vorschein. Und ja, die Weiblichkeit ist ja auch noch eine Krebskarte, hat also auch mit diesem vierten Haus zu tun, das Krebshaus, ja, das Haus der Familie, das Haus der liebevollen Beziehungen natürlich im optimalen Falle. Ich denke, ja, hier geht es auch, hier haben wir Querverweise zu diesem Wurzelchakra und eben auch zu diesen Heilungsprozessen, ja, weil dieses vierte Haus der Familie nicht nur mit meiner direkten Familie zu tun hat. Hier geht es auch durchaus um Ahnenlinien, um die vorangegangenen Generationen, aber eben auch die Generationen, die hier so zukünftig hier inkarnieren werden, ja, dass wir das alles auch mal aus einem anderen Blick, aus einem weiteren Blick irgendwo sehen können, sprich auch bestimmte Entwicklungen vielleicht erkennen können, wo kommen die her, wo haben die so ihren Ursprung und was möchten wir vielleicht eben auch auf der kollektiven Ebene verändern, um den neuen Generationen hier auch einen friedvollen Weg zu bereiten. Ja, ich denke, ich lege hier mal Klärungskarten dazu. Und ja, es bleibt hier ja dann auch bei den klassischen Tarotkarten, die ich dafür benutze. Ja, okay, die Gerichtskarte zum zweiten Mal, auch die Intuition zeigt sich hier zum zweiten Mal und es gibt auch noch den Ritter der Stäbe hier mit dazu. Mit dem möchte ich hier auch mal anfangen, ja, weil der Ritter der Stäbe eben ja auch zum einen natürlich diese Marsenergie in sich trägt und ja, die Bedeutung vielleicht von dieser Marsenergie, da kann ich mal noch kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Also wir kommen ja jetzt aus dem Jupiterjahr und da ja, war unübersehbar, auch vor allem auf der feinstofflichen Ebene haben sich hier ganz, ganz neue Energien angekündigt. Ja, das war sicherlich für alle auch auf der einen oder anderen Art spürbar. Und diese Marsenergie, in die wir jetzt also reinkommen, die sorgt dafür, dass das, was so an Transformationen, an Impulsen stattgefunden hat durch den Jupiter-Einfluss, ja, jetzt verdichtet wird, ja, hier viel mehr in die Manifestationsebene auch einfließen kann, Dinge wirklich jetzt Gestalt annehmen, umgesetzt werden, die also zuvor so im Raum standen. Ja, und der Ritter der Stäbe neben dieser Feuerenergie, neben der Marsenergie, ist es auch der Pionier, ja, und sprich, der steht dafür, mutig nach vorne zu gehen und zwar durch aus ins unbekannte Land, auf unbekanntes Gebiet, also in Bereiche rein, die nicht so vertraut sind. Ja, wie gesagt, die vielleicht im Moment noch fremd wirken, ja, aber eben wirklich hier diesen Mut, die Neugier eben auch mitzubringen, ja, in sich selbst tiefer zu forschen, auch ja, zwischenmenschliche Kommunikation, Beziehungen, Zusammenarbeit, ja, auch hier neue Wege zu erforschen. Neues auszuprobieren, auch so ein bisschen durchaus zu experimentieren, zu schauen, ja, wie kann ich Situationen vielleicht auf einer anderen Art und Weise umsetzen, wie kann ich Menschen auf einer anderen Art und Weise begegnen, wie kann ich aber auch vielleicht mit mir selbst auf einer anderen Art umgehen, wie kann ich vielleicht meinen Alltag auch auf eine andere Art und Weise gestalten. Ja, ich denke, das sind hier so die Aspekte von diesem Ritter der Stäbe.
Und dann haben wir hier die zwei großen Herzstimmenkarten des Tarots, nämlich wie gesagt die Gerichtkarte und die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist eher so die stillere Herzensstimme und die Gerichtkarte wird dann allerdings auch durchaus schon mal so ein bisschen drängender. Beides Karten also der Intuition, aber nicht nur das. Also auch hier nochmal eine Bestätigung dafür, ja, dass diese Aspekte, die Intuition, bestimmte, wie gesagt, Fähigkeiten, Talente, die so ja über die Dreidimensionalität hinaus gehen, verstärkt von Bedeutung sein werden. Ja, Feinfühligkeit, wie gesagt, Dinge träumen, schon träumen zu können. Ja, das kann sehr, sehr, sehr vielfältig sein. Heilung zum Beispiel oder Heilungsfähigkeiten, die jemand in sich trägt. Ja, also das wird sicherlich sehr, sehr, sehr spannend. Auch die Hohepriesterin, die steht ja unterm Zeichen des Neumondes. Ja, auch sie symbolisiert sozusagen, dass hier ja irgendwas Neues vor der Tür steht, es in eine neue Richtung geht, sich eine neue Tür eben auch öffnen möchte. Und was ich bei der Hohepriesterin natürlich auch sehr interessant finde, weil sie eben auch diese, ja, dass die Balance sozusagen hält. Ja, sie ist eben auch eine der Karten, die mit dem Gleichgewicht zu tun hat. Und auch hier nochmal dieses Gleichgewicht zwischen maskulinen und femininen Aspekten. Und auch sie weist deutlich darauf hin, dass das ja zwar Polaritäten sind, ja, aber dass die eben auch zusammen nochmal was Neues hervorbringen können, ja, wirklich diese Schöpferkraft auch in sich tragen. Und sie ist eben ja auch die Balance zwischen der höheren spirituellen Ebene und der irdischen, der materiellen Ebene. Auch diese schließen sich eben nicht aus, sind keine Feinde, ja, sondern sie ergänzen sich eben und wir können über die materielle Ebene was über die spirituelle Ebene lernen, verstehen, erkennen, ja, und aber bestimmte Thematiken auch mal aus der spirituellen Ebene zu betrachten und das in die materielle Ebene einfließen zu können, kann eben auch sehr, sehr wertvoll sein. Ja, und die Hohepriesterin, sie trägt ja hier diese Tora-Schriftrolle in der Hand. Das ist ein Hinweis ja auf die kosmischen Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, ja, die sozusagen auch den menschengemachten Ordnungsstrukturen und Gesetzen darüber stehen, ja, das sind die ewig gültigen Gesetze und ja, das Größte davon ist natürlich das Gesetz der Liebe, ja, also auch hier denke ich, findet also eine Verschiebung statt, ja, auch so in diesem inneren Empfinden. Was ist für mich wirklich wahrhaftig? Wo fühle ich wirklich, ja, dass das eine ewige Gültigkeit auch irgendwo hat, ja. Die Gerichtkarte dann, ja, auch das ist eine Skorpionkarte. Auch hier geht es eben oft um Transformation, ja. Die Szenerie, die wir auf dieser Karte sehen, ist tatsächlich eine Art Auferstehung, eine symbolische Auferstehung. Also hier geht es um ja, diese Transformation der Identifikation mit der dritten Dimension. Also, dass wir uns wirklich auch als größere, als höhere, als spirituelle Wesen wahrnehmen, als Seele, die eine menschliche Erfahrung macht, ja, und dementsprechend ja, auch bestimmte Erkenntnisse also in diesem Jahr stattfinden können und eben auch eine ganz, ganz starke Transformation weg von diesem ja, sich festklammern, festhalten an dieser materiellen, dreidimensionalen Ebene und wirklich diese höher schwingende Ebene zuzulassen, zu erkennen, anzuerkennen, zu akzeptieren, dass es die gibt und dass jeder Einzelne natürlich eben auch Teil davon ist. Ja? Es gibt diesen schönen, dieses schöne Rumi-Zitat, ja, du bist nicht der Tropfen im Ozean, sondern der Ozean ist, oder du bist ein ganz Ozean in einem Tropfen. Ja, also es ist wirklich hier so eine Perspektiverweiterung, eine Blickwinkelveränderung. Das geht vermutlich sehr, sehr tief. Das wird, denke ich, in ganz, ganz vielen Bereichen sich abbilden, ja, Form annehmen. Ja, und das so also mal zum Thema für das kommende Jahr. Ganz spannend. Okay, dann schauen wir also mal auf die Löwe-Position. Da hat sich der Fokus gezeigt, ja, also auch so
Zum einen ja zwischenmenschliche Verbindungen, ja, jedweder Art kann natürlich romantischer Natur sein, Familien, Beziehungsthematiken, ja, aber auch soziales Umfeld, das Netzwerk und so weiter. All das ist hier mit angeführt. Es geht aber auch natürlich so um diese Schöpferkraft, das ist dann auch Teil der Löwe-Energie. Und wie gesagt, hier haben wir den Fokus drauf, eine Merkurkarte, der Magier. Ja, im klassischen Tarot, ja, und das ist ja eine Karte, die auch so mit dem Erkennen des Potenzials zu tun hat. Zunächst natürlich auch mal das eigene Potenzial, ja, was steckt denn so alles in mir? Also auch hier Erkenntnisgewinn über die eigenen Fähigkeiten, über die eigenen Talente. Außerdem ist es eine maskuline Energie, also die Initiative ergreifen, Dinge aktiv zu gestalten oder eben auch zu verändern. Es ist die Karte, die mit Willen zu tun hat, die mit einem klaren Ja vielleicht eben auch zu tun hat. Ja, das ist die Richtung, die ich möchte. Das ist die Beziehung, die ich möchte. Das ist das, was ich umsetzen möchte. Auch der Glaube an sich selbst, das ist eine Karte, die auch mit Selbstvertrauen zu tun hat. Und es ist natürlich die große Karte, der Manifestation. Ja, also auch hier denke ich, ist eine andere innere Ausrichtung liegt ja so ein bisschen zugrunde. Es ist vielleicht wirklich auch klarer, ja, was man im eigenen Leben möchte, was man umsetzen möchte, was vielleicht aber eben auch keinen Platz mehr hat. Auch wie ich gerade zwischenmenschliche Beziehungen gestalten möchte, ja, was mir da ganz, ganz am Herzen liegt und wo ich wirklich dem auch mehr Raum vielleicht geben möchte jetzt in diesem Jahr, ja. Auch hier lese ich mal, was auf der Karte steht. Manifestation beginnt im Geist. Alles, was du benötigst, um deine Vision umzusetzen, liegt in dir. Fühle, dass es schon erreicht ist. Ja? Also nochmal, das, wie gesagt, ist eine Manifestationskarte. Ja? Und unsere innere Haltung, im Glauben eben auch an uns selbst, was für uns möglich ist, was aus uns heraus eben auch geschöpft und kreiert werden kann. Ja, und das geht so viel weiter als das, was ja so bisher anerkannt war vielleicht. Ja. Auch hier denke ich, also ganz, ganz spannende Veränderungen, die auf uns zukommen. Noch eine Merkurkarte. Die 9 der Münzen und die 6 der, 6 der Schwerter, eine Wassermann-Karte hier. Ja, also neue Denkmuster, sich wirklich hier zu verabschieden von, ja, wie soll ich sagen, verknöcherten, verkrusteten Denkmustern. Ja, ich darf nur in einer bestimmten Box irgendwo denken. Nein, das bricht hier jetzt im kommenden Jahr also wirklich auf. Wir können in ganz neue Richtungen denken, uns ganz Neues vorstellen. Und dadurch natürlich eben auch Neues umsetzen. Wie gesagt, also nochmal hier, ja, das beginnt im Geiste, in der Vision, durch die Anbindung natürlich auch zu der eigenen höheren Führung, zum höheren Selbst, ja, zur geistigen, spirituellen Ebene. Und aber ganz, ganz verwurzelt dennoch in der materiellen Ebene. Ne? Mit dieser Jungfraukarte 9 der Münzen, die kluge Kauffrau heißt diese Karte ja auch. Auch die hat mit Selbstvertrauen zu tun, mit Selbstbewusstsein. Bewusstsein, denn die kluge Kauffrau weiß eben, was so in ihr steckt, ja, und zwar nicht nur in den Fähigkeiten und Talenten, die sie oder die wir dann so mitgebracht haben auf diese Welt, sondern auch Lebenserfahrungen, die wir gesammelt haben, ja, durchaus auch Herausforderungen, die wir bestanden haben, die uns aber eben trotzdem auch bereichert haben durch mehr Erkenntnisse, mehr Wissen, größeres Verständnis, ein erweitertes Blickfeld, ja, und sie ist ja in ihrem eigenen Reich, in ihrem reichen Garten, aus dem sie, den sie genießen darf, aus dem sie aber auch immer wieder neu schöpfen und kreieren kann. Und wir sehen hier auch, also mit beiden Karten sozusagen, auch eine langfristige Vision bei beiden, oder vor allem bei der 9 der Münzen geht es so um die langfristige Entwicklung. Ja, wo wollen wir, wo mag der Einzelne sich auch so hinentwickeln? Also gerade nochmal, wie gesagt, auch im Zusammenhang mit
zwischenmenschlichen Verbindung und ja, wollen wir weitermachen wie bisher oder finden wir einfach vielleicht auch mal eine andere Kommunikation, ja, die entsteht durch veränderte Denkmuster, ja, Ängste und Zweifel eben vielleicht auch mal loszulassen, die natürlich immer wieder auch die Grundlage dafür schaffen, ja, dass ich bestimmte Dinge vielleicht auch auf jemanden, eine andere Person projiziere, ja, die das vielleicht gar nicht verdient hat, damit auch gar nichts zu tun hat, nichts anfangen kann. Ja, also dieses innere Klären, dieses innere Aufräumen, die andere Person mal wirklich wahrzunehmen, wer steht denn da wirklich vor mir, kann und wie kann ich diese Person auch annehmen und akzeptieren, selbst wenn sie vielleicht nicht perfekt ist. Ja, wir sind eben auch alle nicht perfekt. Und dieses immer mit dem Finger auf einander zeigen, ja, das ist ja auch eher so eine maskuline Energie, dieses ich muss einfach nur perfekt funktionieren, mich perfekt eingliedern in diese Maschinerie. Das ist natürlich ein sehr linkshirnisches Denken, aus der linken Hirnhälfte gesteuert, aus dieser starken maskulinen Energie herausgesteuert, ja. Und mal anzuerkennen, ja, jeder einzelne von uns ist eben individuell, ganz speziell mit den eigenen Verletzungen, die so stattgefunden haben auf dem Lebensweg, ja, da viel, viel liebevoller auch damit umgehen zu können, andere vielleicht eher auch unterstützen zu können in ihrem Heilungsprozess. Das könnten ja alles dementsprechend auch Thematiken sein, die da im kommenden Jahr verstärkt eine Rolle spielen. Ja, und ich denke, hier findet dann auch so ein bisschen eine Wegbewegung statt, weil die 9 der Münzen ja auch sozusagen die Single-Karte ist der kleinen Arkana, ja, dieses Abgegrenzte, sich ausgegrenzt zu fühlen, was aber eben ja schon ganz oft aus bestimmten Denkmustern herauskommt, ja, dass ich einfach nur das Gefühl habe, ach, ich bin so anders oder ich bin nicht so viel wert wie andere, und deswegen werde ich hier nicht akzeptiert oder ich traue mich auch gar nicht erst, mich hier irgendwo zu zeigen. Ich denke, auch da wird es also eine Veränderung geben, ja, aus diesem Denkmuster, jeder ist so eine abgetrennte Insel, ja, nicht wirklich in Verbindung mit anderen. Ich denke, da findet eben auch eine Transformation statt, ja, und nochmal also auch ein Hinweis, dass hier dieses Gemeinschaftliche mehr im Fokus stehen wird und eine neue Bedeutung haben wird, ja, dass wir uns also ja nicht mehr als so, ja, abgetrennte Einzelteile irgendwie begreifen, sondern auch dieses Gefühl der Menschheitsfamilie hier deutlich, deutlich in den Vordergrund kommen wird. Ja. Okay, dann schauen wir also mal auf die materielle Ebene. Das ist also die Stierposition hier. Und ja, es hat sich Heilung gezeigt. Ja, das kann natürlich so auf der individuellen Ebene von Bedeutung sein, dass hier Heilung jetzt stattfinden kann, auf der körperlichen Ebene, aber auch so auf der psychischen, seelischen Ebene. Ja, wie gesagt, dass hier auch so Verzeihen vielleicht stattfindet oder eben auch dieses gegenseitige Unterstützen stattfindet. So in diesem wirtschaftlichen, beruflichen, finanziellen Bereich, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass hier einiges an Veränderungen kommt. Das ist so in den Legungen, die ich so im Laufe des letzten Jahres gemacht habe, in diesen Themenfeldern schon sehr, sehr deutlich zum Vorschein gekommen. Da hat sich extrem auffällig in jeder einzelnen Legung die Turmkarte gezeigt oder die Mondkarte. Ja, beides sehr stark transformative Karten, vor allem also für diese finanzielle Ebene, denke ich, ja, das könnte durchaus sein, dass hier starke Transformationen stattfinden, aber eben auch nochmal durchaus mit einem heilsamen Effekt auf die Gemeinschaft. Vielleicht nicht in dem Moment des Umbruches, der könnte zwar durchaus herausfordernd sein, aber auch hier nochmal durchaus auf die lange Sicht, ja. Weil natürlich die Art und Weise, wie unser Geldsystem designt ist, aufgebaut ist, schon unglaublich viel Druck auf den Einzelnen ausgeübt wird durch dieses Zinssystem zum Beispiel, ja. Also, dass irgendjemand immer wieder diesen schwarzen Peter des Zinseszins zugeschoben bekommt, ja, und wir uns dadurch in einem Kreislauf befinden, aus dem es nicht wirklich ein Entfliehen kommt. Und da ist natürlich auch, tja, da wird
wird sich sehr, sehr viel tun, ne? Gerade auch nochmal durch den Eintritt in das Wasser, mein Alter, ne? Also das ist ja auch noch eine Wasser, die Wassermann-Karte. Und das Wassermann-Zeitalter hat ja auch mit Technologie, innovativer Technologie zu tun. Da könnte ja dieses ganze Krypto-Coin-Feld natürlich nochmal verstärkt von Bedeutung sein. Und das hat natürlich in Teilen, nicht überall, aber in Teilen diese Abkopplung von dem Zinssystem. Und das könnte eben langfristig hier auch einen sehr, sehr positiven Aspekt haben. Und ja, vielleicht, wie gesagt, hier ist ja auch Innovation schon im Themenfeld aufgetaucht mit diesem Ritter der Stäbe, dass wir generell vielleicht auch lernen, ja, was dieses Tauschen und der Austausch untereinander, miteinander, wie wir das gestalten wollen, wie das was welche Bedeutung das im Prinzip eben auch für uns hat. Ja, ja, ich denke, das sind so die Hauptbereiche, bei denen es geht. Ja, auch hier lese ich mal eben vor, was auf der Karte steht. Du bist schon perfekt. Finde die Selbstwertschätzung für dein einzigartiges Sein. Teile deine Schönheit mit der Welt. Du bist ein wichtiger Teil des Ganzen. Ja, auch ganz, ganz wunderschön. Auch hier kann es natürlich die Wohnsituation zum Beispiel betreffen, auch berufliche Tätigkeit. Ja, und auch hier könnte Gemeinschaft zum einen nochmal einen neuen Stellenwert finden. Ja, dass sich auch hier im Wohnumfeld vielleicht ja, neue Strukturen sozusagen zusammenfinden, wir eine andere Art des Zusammenlebens gestalten, ja, mit vielleicht mehr Mitgefühl miteinander, nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch ja, der Frieden zwischen Mensch und Natur zum Beispiel könnte hier durchaus eine Rolle spielen. Auch hier das nicht mehr als ja, Feindschaften zu erkennen. Ja, auf der einen Seite diese bedrohliche Natur, die dem Menschen im Wohl entgegensteht, oder der Mensch als Feind der Natur, der da nur zerstörend sein kann. Auch hier denke ich, darf wirklich ein anderes Bild Gestalt annehmen, ja, auch hier, dass wir uns gegenseitig eben auch ergänzen können, dass so viel Heilkraft aus der Natur kommt und wir der Natur aber eben auch wirklich was zurückgeben können durch unsere Kreativität, durch unseren Schöpfergeist, ja. Ja, ups, okay, auch hier lege ich mal Klärungskarten dazu. Okay, hier haben wir wieder eine schöne Erd-Feuer-Kombi mit dem Ritter der Münzen, Nachhaltigkeit, ja, und die Sechs der Stäbe, der Siegeszug, Erfolgskarte. Auch hier nochmal eine Karte, die ganz viel mit Gemeinschaft zu tun hat, ja. Und der Ritter der Münzen, ja, der kann natürlich so auf der einen Seite immer auch mit einer Stagnationsenergie, mit einer Blockadeenergie zu tun haben. Also irgendwas ist so im Umgang oder in dem Verhältnis zwischen uns und der Natur zum Beispiel in die Stagnation gekommen oder ja im beruflichen Umfeld, im finanziellen, in der finanziellen Ebene, in der Gesundheitsebene, ja, in dem körperlichen Wohlbefinden. Das sind natürlich schon so die Bereiche, wo das auch spürbar war, dass das irgendwie so, wie es in den letzten im letzten Jahr, in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten irgendwie gehandhabt worden ist, so nicht wirklich weiter funktioniert, ja. Aber der Ritter der Münzen, der setzt eben auch, der pflanzt ein neues Samenkorn, der setzt ein neues Samenkorn in die Erde. Und es braucht natürlich Zeit, bis sich das etabliert hat, bis sich das entwickelt hat, bis das rangereift ist und bis das dann auch Blüten und letztendlich Früchte trägt, ja. Aber das ist durchaus hier eben auch noch mal ein Hinweis auf einen Anfangsmoment. Und der Ritter der Münzen, der steht ja unter dem Zeichen der Eiche. Ja, also das ist zwar langsamer Entwicklungsprozess, aber der kann für lange, lange Zeit sehr, sehr stabil sich entwickeln, ganz stark sich ausformen und viel tragen dann eben auch. Ja, also schöner Hinweis. Und dann eben ja die Sechs der Stäbe, Löwe im Jupiter. Ne, also da sehen wir auch nochmal so ein bisschen einen Querverweis schon zu dieser Löwe-Position. Und wie schon erwähnt, das ist eine Karte,
die mit gegenseitiger Unterstützung zu tun hat, aber eben auch mit Wahrnehmung zu tun hat. Ja, man wird auch erkannt, es wird ein Talent vielleicht gesehen, es werden bestimmte Fähigkeiten gesehen und es ist nicht mehr diese Fähigkeit, die ist hier aber jetzt in unserer maskulin orientierten Welt nicht von Bedeutung, sondern doch, das wird eine neue Wertschätzung, eine neue Anerkennung finden, vor allem denke ich, wenn es so im Feld Heilung, Körperlichkeit, Gesundheit irgendwo stattfindet, aber natürlich auch durchaus in anderen Bereichen kann das eine Rolle spielen, ja, also auch gerade noch mal so im beruflichen Umfeld besondere Fähigkeiten, besondere Talente, ja, sei das, dass du besondere handwerkliche Fähigkeiten hast, ja, oder jemand, ja, das, also da wird es, denke ich, eine ganz, ganz intensive Verschiebung geben und man steht dann aber eben auch nicht mehr alleine da und traut sich vielleicht nicht oder findet gar nicht erst ein Publikum für das, was man so kann, sondern wie gesagt, da findet jetzt auch diese Wahrnehmung, Anerkennung, Wertschätzung statt und auch durchaus Förderung und Unterstützung aus dem direkten Umfeld oder eben auch aus dem weiteren Umfeld. Ja, so viel also mal zur Stierposition. Schauen wir uns also den Wassermann, die Wassermann-Aspekte an, also Vision, Zukunftsvision, aber eben auch Spiritualität und nochmal Gemeinschaft spielen hier auch eine Rolle. Auch diese, ja, die individuellen Fähigkeiten, die jetzt nährend sozusagen in das kollektive Feld eingespeist werden dürfen. Und ja, es hat sich also das Sakralchakra gezeigt. Ich lese mal die Affirmationen vor. Ich liebe mich, ich vertraue mir, ich bin Freude. Ja, also neue Fokuspunkte, neue Affirmationen, die ja wahrscheinlich dann in diesem kommenden Jahr sehr, sehr unterstützend sein können. Da kann es durchaus helfen, sich da immer wieder auch dran zu erinnern. Ja, und ja, das Sakralchakra, das hat durchaus schon auch mit Gefühlen zu tun. Es ist im Prinzip ja schon auch eher ein feminin, ja, es ist im Prinzip ist es auch ein ausbalanciertes Chakra, das hat sowohl die femininen Aspekte als auch die maskulinen Aspekte. Ja, es ist also, ja, hat mit Kreativität und Schöpferkraft zu tun, ja, aber es bringt eben auch Neues hervor. Es ist nicht nur dieses passive Abwarten, zurückhalten, sondern schon eben auch durchaus Dinge aktiv anzugehen, zu gestalten, aktiv was eine Form zu geben. Ja, und nochmal, also aus diesem Chakra entsteht eben Neues, da findet die Neugeburt statt, da kommen neue Ideen draus hervor. Da ist das die Kombination sozusagen von diesen maskulinen und femininen Aspekten. Diese Aspekte zusammen bringen eben auch das Neue, das neue Leben immer wieder hervor und neue Lebensformen, neue Lebensaspekte, neue Ideen, neue Visionen, wie auch immer. Ja, also ganz, ganz spannend, ja. Und ja, also kreativer Ausdruck und Freude stärken dieses Chakra, ja, also nochmal durchaus hier ein kleiner Querverweis auch zu diesem Ritter der Stäbe, also traut euch auch Neues auszuprobieren, wie gesagt, auch vielleicht den Alltag neu zu gestalten, neuen Umgang mit dir selbst mal auszuprobieren, ja, und vielleicht dann aber auch in einem weiteren Kreis mit anderen Menschen auf einer anderen Art und Weise umzugehen, die vielleicht auch mit neuen Augen betrachten zu können, neue Möglichkeiten ins Auge zu schließen, wie möchte ich vielleicht meine berufliche Tätigkeit gestalten und so weiter. Ne? Also wirklich ganz stark auch in diese Vision irgendwo sich rein zu fühlen, auszuprobieren. Ja, wir dürfen natürlich auch Fehler machen und feststellen, okay, das ist vielleicht nicht der Weg, der mich weiterbringt, ne? Ist aber nicht schlimm, weiß ich dann jetzt, dann kann ich eben auch was anderes ausprobieren. Auch das ist natürlich Teil der kreativen Schöpferkraft. Ja, ja, also auch hier durchaus spannende Aspekte. Ja,
Absolut spannende Aspekte. Vier der Kelche und die fünf der Schwerter haben sich gezeigt. Sehr, sehr spannend, ja, weil wir hier sozusagen negative innere Ausrichtungen sehen. Und zwar sowohl auf der emotionalen Ebene als auch in der Verstandesebene. Ja, also hier sehen wir diese Spaltung, diesen Konflikt, diesen Kampf, der so da immer wieder verhindert hat, ja, dass diese gegenseitige Bereicherung erkannt werden konnte. Ne, sondern durch die Spaltung da auf der einen Seite, da ist so diese Gefühlsebene, da ist so diese weibliche, zartere, weichere Energie und auf der anderen Seite das harte, feste, kämpferische, männliche, der Verstand und so weiter. Ja, aber das tut beiden Ebenen eben überhaupt nicht gut, diese Spaltung und dieses ständige sich aneinander reiben und wie gesagt, da eher eine Feindschaft drin zu erkennen. Das darf, denke ich, hier auch wirklich in die Heilung kommen. Ja, und die vier der Kelche ist also eine doppelte Krebskarte, eine doppelte Mondenergie. Nochmal also dieser Verweis auch auf dieses vierte Haus eben, das, wie schon erwähnt, zum einen das Haus der Familie ist. Auch nochmal, wie habe ich da mich selbst, die Beziehung, die Verbindung zu mir selbst kennengelernt? Wie hat mich das geprägt? Und dann eben im weiteren Feld auch die Verbindung zwischen mir und anderen Menschen, dem Außen, ja, und das ist natürlich auch eine Karte, die ganz viel so mit der Thematik der Zurückweisung zu tun hat, dass man das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören oder eben auch nicht gut genug zu sein, ja, ganz, ganz starke Prägung eben auch eher auf die negativen Aspekte. Ja, und zweiter Aspekt von dem vierten Haus ist aber auch meine Seelennahrung. Ja, was macht mich besonders? Was braucht meine Seele? Was möchte meine Seele ausdrücken? Was hat sie mitgebracht in diese dritte Dimension, in diese materielle Ebene, um das eben eigentlich zu bereichern? Ja, und ich denke, da findet also auch nochmal eine Fokusverschiebung statt, weg von diesen negativen Aspekten, weg von den negativen Erwartungshaltungen, dem Frust, den Frustrationen, den traumatischen Erlebnissen. Vielleicht eben auch, sondern mehr wiederum in Richtung Wertschätzung, diese Suche auch in sich selbst, ja, was sind denn eben auch genau meine inneren Werte und meine inneren Schätze, meine Anlagen, ja. Hier sehen wir also die Konfliktkarte, noch eine Wassermannkarte, spannenderweise ist es Venus im Wassermann, die fünf der Stäbe. Hier geht es natürlich ganz oft auch um innere Konflikte, die schon aus diesen negativen Prägemustern vielleicht entstanden sind, ja, weil ich immer wieder gelernt habe, die Person, die ich bin, der Mensch, der ich bin, mit dem, was ich eben mitbringe, ja, ist nicht gut genug, wird nicht wertgeschätzt, muss ich immer wieder beweisen und mehr anstrengen und bestimmte künstliche Ziele irgendwie erreichen, die mit mir selber so eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann findet also diese innere Spaltung statt, dann kommt so der permanente innere Kritiker, der mir das bestätigt, Tag ein, Tag aus, ja, du bist eben auch nicht liebenswert und so wie du bist, bist du nicht gut genug, ja, und so weiter, das kennen wir vermutlich alle zur Genüge und die Fünf der Stäbe weist dann aber eben auch immer wieder darauf hin, da gibt es keinen Gewinner, auf diese Art und Weise gibt es keinen Gewinner, ne? Und der innere Konflikt ist natürlich dann auch ganz oft das, was sich ins Außen projiziert. Ja, also da, wo ich mir selber nicht verzeihen kann oder mich selber immer wieder dafür verurteile, das sind natürlich auch ganz, ganz oft die Thematiken, die mich dann im Außen irgendwo triggern. Und bam, dann gibt es immer wieder Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, man fühlt sich missverstanden, man versteht den anderen nicht und so weiter. Auch hier denke ich, also darf hier ganz, ganz viel in Heilung kommen. Wir dürfen hier eine andere Art und Weise ausprobieren, kennenlernen, auch auf einer spielerischen Art und Weise durchaus, also uns selber kennenlernen und aber eben auch den Umgang miteinander und dadurch eben auch eine neue Zukunftsvision kreieren. Und ja, ich denke auch durchaus umsetzen und leben. Ja.
Dann haben wir auf der Skorpion-Position, also Transformation, Herausforderung, die Karte Vollendung, was ja der Weltkarte entspricht. Ja, auch hier lese ich mal eben, was auf der Karte steht. Ein Kreislauf ist vollendet. Ja, es ist jetzt also wirklich diese Phase, die nähert sich ihrem Ende, das, womit wir so geprägt worden sind, aufgewachsen sind, wie wir funktioniert haben, wie Gesellschaft irgendwie gestaltet worden ist, gesteuert worden ist und so weiter. Ja, da geht, denke ich, ziemlich viel wirklich zu Ende. Klingt jetzt langsam aus. Wie gesagt, wir sind eben auch so an der Übergangsstufe von einem Zeitalter ins nächste. Und ich denke, das ist schon auch was, wo diese Karte jetzt drauf hinweist. Weißt, ja, was auch noch eine saturnische Energie in sich trägt. Genau, es muss nichts mehr hinzugefügt, nichts mehr weggenommen werden. Jenseits von Polarität ist Harmonie. Ja, was natürlich hier mit dem ganz viel zu tun hat, was sich hier schon gezeigt hat. Ja, also die Polaritäten, die werden zwar weiterhin auch eine Rolle spielen, aber es ist eben ein anderer Umgang. Und ja, was auch so eine versteckter mystischer Aspekt ist, dass wir im Prinzip nicht in der Polarität leben, sondern in der Trinität, weil es eben ja auch immer noch den Punkt der Neutralität gibt, ja, zwischen den beiden extremen Polen, zwischen den beiden extremen Ausschlägen, die das Pendel so nehmen kann. Und je mehr wir in diesen Punkt, in diesen Nullpunkt im Prinzip finden können, desto mehr kommen wir raus aus dem Verurteilen, aus diesem Einsortieren, Einordnen und so weiter. Ja, und wie gesagt, hier darf insgesamt jetzt also auch einiges losgelassen werden, woran wir uns früher vielleicht festgehalten haben, orientiert haben, uns damit identifiziert haben. Also gerade dieser ganz, ganz starke Fokus auf diese materielle Ebene aus dem Verstand heraus. Ja, also das eben, wie gesagt, ist auch was, was hier in die Verschiebung kommt. Wie gesagt, dadurch, dass diese weiblichen Aspekte mehr von Bedeutung sein werden, auch eine stärkere Anerkennung finden werden, auch einfach benötigt werden. Und nochmal, es geht hier gar nicht darum, im Gegenteil, es geht wirklich nicht darum, zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es geht wirklich um diesen Erkenntnis, dass diese beiden Kräfte, diese beiden Energien, ja, praktisch die zwei Seiten der gleichen Münze sind, zusammengehören und daraus wirklich was anderes dann auch entstehen kann. Ja. Das kann natürlich durchaus herausfordernd sein, ja. Also das ist nicht immer so ganz einfach, vor allem weil das einfach auch so lange, lange Zeit Auswirkungen und Einflüsse und Prägungen hatte auf die Menschheitsfamilie. Ja, also das geht ja Tausende im Prinzip zurück. Und wie gesagt, stehen hier so an der Schwelle von einer Energie in die andere. Also wir sind ja wirklich noch so richtig auf der Schotterpiste, beziehungsweise ja, müssen erstmal den Trampelpfad hier schaffen für die Generationen, die dann zu uns kommen. Ja, sprich, wir können hier nicht einfach mit GPS irgendwie voranfahren, ja, weil es wirklich auch ein neues Land ist, das entdeckt werden möchte, ne? Und da führt eben die Autobahn noch nicht rein. Es sind eben ja noch Pfade, die am Entstehen sind, die entdeckt werden möchten. Und das braucht natürlich manchmal auch eine innere Überwindung. Es ist herausfordernd, weil also wir nicht mehr einfach auf bestimmte alte Routinen zurückgreifen können, sondern auch immer wieder herausgefordert sind, hier neue Wege eben für uns zu entdecken, zu entwickeln, auszuprobieren, wie gesagt, auch mal Fehler zu machen, umzukehren, neu sich zu orientieren und aber unter dem oder mit dem Kompass, mit dem Herzenskompass, der uns immer wieder sagen wird, fühlt es sich gut an, dann ist es die richtige Richtung, fühlt es sich nicht gut an, ist es wahrscheinlich eben auch nicht der richtige Weg.
Ja, Bube der Münzen, die Schülerkarte, ist natürlich auch sehr interessant. Und auch noch der Hierophant, was ja der spirituelle Lehrer ist. Also wir haben hier sowohl diese Lernschülerenergie als eben auch die Lehrerenergie, beides gleich direkt nebeneinander. Ja, und der Hierophant ist natürlich auch noch eine Karte, die mit Herausforderungen durchaus zu tun hat, weil sie eben ja unter der numerologischen 5 steht, die Zahl der dynamischen Veränderungen, Herausforderungen, die aber eben immer auch zum Wachstum hinführt, ja, und zur 6 letztendlich hinführt, was die Karte die Liebenden ist, wo wir nochmal diese Harmonie, die Ergänzung der beiden Energien, Maskulinität und Femininität haben, ja. Also das ist jetzt sozusagen das Sprungbrett dahin. Wie gesagt, das ist eine Lernreise, ja, neu sich zu entdecken, neue Umgangsformen zu entdecken, die Welt auf einer bestimmten Art und Weise auch neu zu entdecken. Ja, wie gesagt, das sind langsame Prozesse und ja, hier sind wir ja an diesen Startpunkten eben auch irgendwo, also auch nicht die zu hohe Erwartungshaltung an sich selbst zu stellen, sondern eben eher in der Geschwindigkeit da auch jetzt diese Wege zu beschreiten, mit denen man sich wohlfühlt, ist, denke ich, ja auch ganz, ganz wichtig. Aber eben auch offen zu sein, ja, mit diesen neuen Energien, diese neuen Energien kennenzulernen und ja, das Neue selbst auch irgendwo kennenzulernen. Was ich noch ganz spannend finde am Hierophant ist ja, dass er schon auch eine Karte ist, die oft mit Traditionen in Verbindung stehen kann, gerade auch nochmal so Prägemuster, Denkmuster, bestimmte Doktrinen auch, ja. Also der steht ja, früher hieß diese Karte mal der Papst, ja, steht also auch so für diese kirchliche Ordnungsstruktur, aber auch so das, die Spaltung, die da natürlich drin gesteckt hat. Ja, also diese Sichtweise, dass ich die Kirche als Mittler brauche, als Verbindungsglied sozusagen zur göttlichen spirituellen Ebene, was ganz, ganz viel natürlich die Gesellschaft geprägt hat, ja, und den Einzelnen eben auch, ja, und darüber jetzt hinauszuwachsen, ja, zu erkennen, dass wir hier keinen Mittler brauchen, sondern dass wir ja Teil der göttlichen Ebene sind, ne? Und das ist natürlich, wie gesagt, ein Weg der Herausforderung. Da wird man konfrontiert mit dem einen oder anderen, wo man vielleicht auch erstmal zurückschreckt und denkt so, Gott, kann ich das überhaupt? Und dann aber auch feststellt und lernt, ja, ich kann das, ja. Und es gibt noch so viel mehr in mir und es gibt noch so viel mehr mit dem, in dem Austausch, im neuen Umgang auch eben miteinander, ja. Ja, auch das hier eine sehr spannende Position. Dann schauen wir also mal auf das kollektive Unbewusstsein. Da hat sich das Halschakra gezeigt, was mit wahrhaftiger Kommunikation zu tun hat. Ja, auch Inspiration ist auch durchaus ein spirituelles Chakra. Ja, also da, wo sozusagen ja im Prinzip diese spirituelle Ebene und die materielle Ebene auch sich nochmal treffen dürfen, ja, weil so diese inneren Erkenntnisse ich dann auch mit anderen teilen kann, bestimmte Visionen oder eben auch Impulse, die so in mir heranreifen oder die ich wahrnehme, dass die nach außen geteilt werden dürfen. Und wie gesagt, auch generell eine Karte, die mit wahrhaftiger Kommunikation und des sich Mitteilens zu tun hat, ja. Auch hier lese ich mal die Affirmationen. Ich darf mich mitteilen. Ich nehme wahr. Und ich bin Inspiration. Ja, und hier sehen wir, denke ich, auch im Unterbewusstsein, im kollektiven Unterbewusstsein, dieses Wachwerden aus dieser Matrix, in der wir auch auf einer bestimmten Ebene ja gefangen waren, durch diese, ja, wie soll ich sagen, Denkkorridore, ja, die, wie gesagt, im Prinzip immer viele Hunderte von Jahren, Tausende von Jahren vielleicht so sehr, sehr, sehr starke Struktur aufgebaut haben, ja, also auch starke saturnische Energie, ne, und wie gesagt, durch diesen Zunahme jetzt der mehr weiblichen Aspekte,
bricht das eben auf, ne? Und ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, ja, dass also die kosmischen, die göttlichen Gesetzmäßigkeiten hier nochmal ganz, ganz stark in den Vordergrund treten und auch sagen, ja, ihr dürft ja eure Gesetze machen, aber das ist das, was ewig Gültigkeit hat. Ja, das hier ist nochmal, es findet nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau statt. Ja, und wie gesagt, also Aufbrechen von der, ja, oder das Ablegen von bestimmten Scheuklappen und wie gesagt, diesen Denkkorridoren und auch Angst vielleicht, wie gesagt, die eigene Wahrhaftigkeit mitzuteilen. Ja, also auch dieses, sich vielleicht nicht zu trauen, zu sagen, ich habe hier bestimmte Talente, ja, die teile ich aber jetzt mal lieber nicht, weil wer weiß, was die anderen über mich denken könnten oder vielleicht bilde ich mir das ja auch alles nur ein, weil man kann es ja auch gar nicht abmessen und einsortieren und katalogisieren und in wissenschaftlichen Versuchen hier irgendwie untersuchen, ja, also ich denke, da bricht wirklich ganz, ganz viel auf, ja. Inspiration, Kommunikation und Selbstbestimmung stehen mit diesem Energiefeld ja in Verbindung. Deine Wahrhaftigkeit auszudrücken und deiner inneren Stimme zu lauschen, stärkt dieses Chakra. Ja. Das lasse ich auch mal so stehen. Schauen wir mal auf die Blockade. Da zeigt sich also das Wurzelchakra. Ganz, ganz interessant, ja, weil dieses Wurzelchakra eben auch zu tun hat mit Thematiken Familie, aber eben ja die Ahnenlinie, sprich die vorangegangenen Generationen spielen in diesem Wurzelchakra eine ganz wichtige Rolle. Und ja, natürlich auch das, was an Traumata stattgefunden hat in den vorangegangenen Generationen oder auch da, wo Wissen abgeschnitten worden ist. Ja, altes Wissen, Heilwissen, alles Mögliche an Wissen, was so im Laufe der Jahrhunderte auch irgendwo zerstört worden ist, verloren gegangen ist, ja, und wir dadurch auch auf der gesellschaftlichen Ebene ganz oft die Verbindung und die Wurzel, wirklich die Verwurzelung, die Festigkeit verloren haben, ja. Und das ist was, was eben ja zwar auf der einen Seite so eine Blockade immer noch darstellen kann, vor allem wenn es eben auf die unbewusste Ebene einwirkt, ja, wenn uns das gar nicht so klar ist, ja, auch dem Einzelnen. Es kann eben auch passieren, dass wir bestimmte traumatische Erlebnisse, die gar nicht in unserem eigenen Leben stattgefunden haben, sondern eben vielleicht in der vorangegangenen Generation oder in den noch weiter zurück in Generationen, die aber so einschneidend waren, so traumatisiert waren, ja, dass sie sich in der Familie sozusagen aufrechterhalten haben. Auch teilweise wird es ja dann über die Gene weitergegeben, ne? Und da sind natürlich dann sozusagen versteckte Blockaden auch oft, die sich, ja, die dann auch eine blockierende Auswirkung auf den Einzelnen haben können. Und ich denke, da darf wirklich auch nochmal ganz bewusst ganz viel Heilarbeit stattfinden in diesem Bereich. Ja. Ne, weil das auch wirklich so mit den Grundbedürfnissen zu tun hat, dem Gefühl, wirklich versorgt zu sein, stabil zu sein, genährt zu sein, ja, ein Dach über dem Kopf zu haben, auch hier sein zu dürfen, wirklich, ja. Also das geht schon sehr, sehr tief. Ja, ich dachte, ich lege mal kurz noch Klärungskarten dazu. Ja, die Herrscherin, die lasse ich dann auch mal so stehen. Ja, also da sehen wir natürlich auch gerade noch mal, das ist natürlich eine sehr, sehr feminine Karte, die Herrscherin, ne, die natürlich über lange, lange Zeit, wie gesagt, da Attacken und Angriffe erlebt hat, ja, Unterdrückung erlebt hat, schmerzhafte Traumata erlebt hat, ja, und nochmal, es geht hier nicht nur um Männer und Frauen oder in dem Fall also Frauen, wobei natürlich, ja, Frauen schon auch oft besonders Opfer geworden sind, aber auch Männer sind natürlich Opfer von solchen Denkmustern, Handlungsmustern und Prägungen und auch Traumata, ja, weil ja nicht nur so das
tatsächlich Feminine im Außen unterdrückt worden ist, sondern auch die feminine Seite in jedem Einzelnen von uns und auch in den Männern. Und auch für die Männer war das überhaupt nicht gut, nicht heilsam. Ja, das hat wirklich so viel aus dem Gleichgewicht gebracht, ne? Und ich denke, da darf wirklich ganz, ganz viel Heilarbeit stattfinden. Das kann natürlich ganz unterschiedliche Formen auch noch mal haben. Das kann im Leben des Einzelnen eine Rolle spielen. Wie gesagt, das kann in Familienthematiken eine Rolle spielen. Das kann aber auch zum Beispiel in der Form eine Rolle spielen, dass mich vielleicht neu mit ja, meiner Heimat auch auseinandersetze, mit der Geschichte meiner Heimat auseinandersetze, in verschiedenen Aspekten, ne? Oder auch ganz bewusst irgendwie nach altem Wissen forsche und so weiter. Ja, also ja, das ist natürlich, wie gesagt, hier eine sehr, sehr kollektive Legung und dementsprechend kann das auch immer sehr, sehr individuell nochmal sein in der jeweiligen Ausformung. Okay, aber welche Chancen kommen hier also jetzt auf uns zu? Die Intuition, also praktisch nochmal hier, die ja schon im Themenfeld sehr, sehr, sehr stark war. Also diese femininen, weiblichen Aspekte, wie gesagt. Also es geht nicht darum, hier jetzt zu sagen, ja, Frauen an die Macht und die Männer sind alle doof. Das ist ja wirklich überhaupt gar nicht damit gemeint, sondern es geht wirklich um die femininen Aspekte in jedem Einzelnen von uns. Und da hat jeder Zugang und das hat eben auch jeder in sich. Und wie gesagt, viele Zugänge sind da zwar verschüttet, aber nicht weg. Und die dürfen eben auch wieder entdeckt werden und jetzt eben auch eingespeist werden ins kollektive Feld. Ja, und vielleicht auch noch was, ja, also vielleicht auch so im Umgang mit diesen Veränderungen. Wie gesagt, es liegt ja hier auch auf der Chancenkarte und es ist eine starke Wasserenergie, die sich hier zeigt, ja. Und das Wasser ist zwar, gilt zwar als das passive Element, ja, oder das passivste von allen Elementen, es ist aber gleichzeitig eben auch das kraftvollste von allen Elementen, ja. Dem Wasser wird geduldet. Geduld zum Beispiel zugesprochen. Ja, also das und es sucht eben auch immer wieder so den Weg des leichtesten Widerstandes. Es ist auch immer wieder im Fluss, ja, auch in der Veränderung, in der Transformation, ja. Aber ja, Wasser kann natürlich auch eine unglaubliche aufbauende Kraft sowohl in sich bergen als natürlich auch eine sehr, sehr zerstörerische Kraft birgt es in sich, ja. Natürlich wäre es ja schön, wenn man auf die nährende Energie des Wassers hier den Fokus legt, auf diese aufbauende Energie den Fokus legt. Aber nochmal so auch vielleicht im Umgang mit diesen Veränderungen nicht versuchen, dagegen zu halten, ja, in der maskulinen Energie, sondern hier mitzugehen, sich wirklich auch von dem Fluss tragen zu lassen, ja, und auch in das Vertrauen zu kommen, wie gesagt, auf die eigene Intuition, die ja schon Hinweise gibt, Richtungen anzeigt, ja. Und da also auch in eine ganz, ganz neue Verbindung zu kommen mit der eigenen Seele, mit der eigenen Intuition und der Herzensstimme und also dementsprechend auch dem inneren Kompass. Ja. Ganz spannend hier. Ja, weil sich hier zwei Erdenergien drauf gezeigt haben, und zwar eine Stierkarte, der Turm und eine Jungfraukarte hier, die 10 der Münzen, beides extrem spannende Karten. Ja? Der Turm, den hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, und zwar hier unten auf der Stierposition, im Zusammenhang damit, ja, dass hier bestimmte Systeme jetzt eben auch zusammenbrechen, und zwar eben auch gerade Systeme, über die wir uns im Vorfeld extrem, extrem stark identifiziert haben, uns auch daran festgehalten haben, ja, weil es sozusagen aus der maskulinen Sicht heraus, aus dieser maskulinen Prägung heraus, ja, die einzig wahre Ebene sozusagen war, die existieren durfte und ja drumherum eben nichts, ne, und schon gar nicht diese intuitive, weiche, feminine Ebene. Ja, und da schlägt jetzt aber der Blitz ein und bringt das Ganze, diese Haltung, diese Sichtweisen, diese Prägung
zum Einsturz, ja, also all das, wie gesagt, worüber wir uns im Vorfeld definiert haben, ja, sei das der berufliche Titel, die berufliche Tätigkeit, der Kontostand, das Haus, das Auto, mein Urlaub und so weiter, ja, also all diese ja, Thematiken der materiellen Ebene, die ja ihre Berechtigung haben, aber eben auch nicht alles sind und vor allem nicht die eigene Identität. Ja? Und da kommt jetzt wirklich, da schlägt wirklich der Blitz einer Kommen-Veränderung. Und wer sich daran immer noch sehr, sehr stark festhält, für den wird das durchaus herausfordernd im kommenden Jahr. Ja, aber nichtsdestotrotz ist eben der Turm auch immer eine sehr wertvolle Karte, weil eben auch das zum Vorschein kommen darf, was wahrhaftig ist. Ja, also die Illusion löst dich auf und der Prozess, der ja kann herausfordernd und schwierig sein. Und nichtsdestotrotz ist es eben auch ein sehr, sehr, sehr heilsamer Prozess. Ja, ein befreiender Prozess. Auch spannend, also diese 10 der Münzen dazu. Die Karte, die natürlich auch auf der materiellen Ebene durchaus eine Rolle spielen kann. Ne? Auch die hat oft mit Traditionen zu tun, Dinge, die also überliefert worden sind. Das, was man schon immer einfach so gemacht hat, auch gewisse Denkmuster, die hier in die Prägung eingeflossen sind. Es ist auch die Karte, unter anderem die Karte der Familie, nochmal. Dieser Hinweis auf familiäre Zusammenhänge und wie gesagt Prägemuster, ja, geht aber noch mal auch darüber hinaus, ja, weil das ist wirklich eine Karte, die sowohl auf der materiellen Ebene eine Rolle spielt, als auch auf der spirituellen Ebene. Denn es ist auch eine Karma-Karte, also auch hier geht es nochmal zurück in bestimmte Ahnenlinien, auch durchaus in Vorleben. Aber worauf ich besonders hinweisen möchte, ist die Art, wie diese Münzen hier auf der Karte angeordnet sind. Und das entspricht also dem Baum des Lebens aus der Kabbala, der ja sozusagen ganz eng verknüpft und verbunden ist, auch mit dem Tarot. Denn beide, ja, wie soll ich sagen, Systeme sind ja sozusagen Instrumente, die dazu dienen, dass ich mich selbst erkennen kann, ja, meine eigene Lebensaufgabe erkennen kann, wer ich wirklich bin. Na, also das ist schon eine Karte, die auch mit ganz, ganz tiefer Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun hat. Und zwar auch hier nochmal, wie gesagt, in einem sehr weiten Rahmen, ja, auch, also wie gesagt, welche Einflüsse kommen so aus meiner Familie, welche Einflüsse oder welche Prägungen und so weiter, welche karmischen Verknüpfungen spiegeln sich in diesem Leben eben auch wieder, ne? Und was ist eigentlich die Seele oder die Aufgabe, die sich die Seele jetzt gestellt hat für diese Inkarnation? Also absolut spannende Position, die wir hier sehen. Und da nochmal, denke ich, taucht ganz, ganz viel an Erkenntnis auf, an Wissen auf. Man traut sich auch hier zu forschen in sich selbst, vielleicht, wie gesagt, auch so in der eigenen Ahnenlinie. Ja, also wie gesagt, es ist vielfältig natürlich hier in diesem sehr kollektiven Rahmen, den ich gesetzt habe. Aber die Intuition wird hier wirklich ein absolut verlässlicher Kompass sein in all diesen Umbrüchen, in diesen Entdeckungen, ja, in die Schattenebenen genauso wie in die lichten Ebenen. Und ja, das ist ja ein ganz, ganz wertvolles Instrument, das uns jetzt in diesem neuen Jahr zur Verfügung steht. Also, oder wir es eben neu lernen zu nutzen, es wieder zu entdecken, weil das war natürlich schon auch zu früheren Zeiten, hatte das eine viel stärkere Bedeutung oder ist auch viel mehr auch im Alltag eben zum Tragen gekommen und benutzt worden. Ja, dann haben wir also nochmal so als ja, geistigen Hinweis, Seelenbotschaft hier die Karte Ankunft, ja, was also wie gesagt der Gerichtkarte hier auch entspricht.
Nochmal, also hier eine sehr transformative Energie unter Pluto. Und Pluto spielt dann auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ab März nochmal eine ganz besondere Rolle. Ich bin ja nicht so ganz 100, also Astrologie beschäftige ich mich natürlich auch mit, bin aber keine Astrologin. Werde ich auch nochmal nachschauen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Pluto da auch im kommenden Jahr ein ganz interessanter Einfluss. Ja, und Pluto hat natürlich immer auch mit Veränderungen zu tun. Und zwar geht er sehr, sehr tief, wie gesagt, sowohl in die Schattenseiten, aber er steigt auch extrem hoch in die hohen spirituellen Ebenen. Er ist ja der Herrscher von Skorpion und Skorpion hat eben auch diese drei Seinszustände sozusagen, also als Skorpion, dann aber eben auch als Phönix aus der Asche. Ja, und die dritte Symbolik ist eben der Adler. Als Adler zeigt er sich ja dann auch im Tarot-Set oder im Tarotspiel im klassischen, ne, und steht also auch für diesen Weitblick, diese absolute Weisheit, die Weitsicht, ja, die Dinge wirklich aus einer ganz, ganz anderen Perspektive nochmal sehen zu können. Und auch hier möchte ich mal eben lesen, was auf der Karte steht, ja. Ruhe in dir selbst. Innerer Frieden und Harmonie lässt dich die Welt mit anderen Augen betrachten. Du kannst annehmen, was ist. Das Glück liegt in der Mitte. Und diese Mitte, die hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, ja, der Punkt der Neutralität, der Nullpunkt, da wo ich aufhören kann zu beurteilen und vor allem zu verurteilen, ja, einzusortieren, einzukatalogisieren und auch diese Akzeptanz, dieses Annehmen von mir selbst, von den anderen, neue Harmonie, die daraus dann natürlich eben auch entstehen kann. Ja, lasse ich auch mal so stehen, diese Karte. Ja, ich denke, da kommt ein ganz, ganz, ganz spannendes Jahr auf uns zu. Ich wünsche euch natürlich auch schon einen fantastischen Start in dieses neue Jahr. Ich freue mich natürlich auch, euch hier im kommenden Jahr auf dem Kanal Kings and Queens wieder begrüßen zu dürfen. Es gibt mittlerweile übrigens auch einen Telegram-Kanal. Den werde ich natürlich auch unten verlinken unter dem Video. Ja, ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle und ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.